So, heute kam die Meldung, dass die AfD angeblich bundesweit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet wird. Das ist ja wohl die größte Frechheit. Die einzige Oppositionspartei im Bundestag wird jetzt von der Politkaste beobachtet. Viel mehr beobachtet werden sollten 20 Abgeordnete der Linksfraktion, die mit extremistischen Organisationen zusammenarbeiten. Das geben die auch zu. Ebenfalls hat die neue Parteivorsitzende Frau Wissler über Marx 21 offen für die kommunistische Gesellschaft geworben. Sowas wird nicht in den Medien breitgetreten. Eine absolute Frechheit, die AfD wird sich wehren. Wir werden zu Unrecht beobachtet. Das werden wir nachweisen. Jetzt geht's erstmal zur Lobbyismusbefragung von Frau Klöckner.